Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu der weiteren Episode unseres Enderer Let's Plays hier auf meinem Kanal. Oh, Junge. Ja. Ich bin jetzt echt schon richtig hyped. Was geht bei euch? Aber du bist auch ein Spross. Ist hier niemand Höheres? Ah, eine Seherin. Die haben ja lässige Teppiche. Auf solchen, ungefähr solchen, saß ich auch immer in Indien rum. Na, so kleine Sitzteppiche. War noch nicht sonderlich dick. So, ja, was ist hier los? Ich würde sagen, wir ziehen da direkt weiter, oder? Ich habe schon ordentlich Bock auf die Quests. Ich habe auch ordentlich Bock, mir nachher nochmal den Theme-Song von Enderal richtig hart reinzuziehen. Denn wie ihr seht, bin ich mal wieder mit meinem Headset am Start. Es geht jetzt auch gar nicht mehr anders, wenn ich Enderal zocke. Ich habe mein ganzes Setup nochmal umgestellt. Und jetzt kann ich hier chillen, streamen und zocken und muss dafür nichts mehr umstellen. Das ist ziemlich geil. Aber ich brauche jetzt ein anderes Headset für Enderal, weil... Ich habe das normalerweise immer über meine... Ich arbeite zum rechten Weg, dass ich nicht lache. Ja, das kennen wir ja schon. Genau. Der Punkt ist nämlich, da Enderal ja über Skyrim läuft, checkt die Wavelink-Software von Elgato, von meinem Mike, nicht, dass die Ausgabe über Enderal läuft. Ja, wenn ich das auf Skyrim umstelle sozusagen, dann zählt das in dem Sinne nicht. Und das ist natürlich ein Problem. Weshalb ich dann einfach immer quasi über die normalen Boxen das hab laufen lassen und darüber gehört habe und nicht mehr hier hinten kann man ja an dem Mic auch einfach Kopfhörer einstecken, was ich sonst immer denn mache, die liegen auch hier. Aber ja, wisst Bescheid, das geht jetzt nicht und in dem Sinne muss ich hier schauen, wie ich das anderweitig geregelt bekomme und die Lösung ist jetzt halt gerade aktuell, dass ich einfach mein Headset am PC in den AUX reinstecke. Und dann läuft es. So, wir wollen Tarael vom Aufbruch im Lagerhaus treffen. Alles klar. Ich denke mal, mit Lagerhaus meinen die wieder den geheimen Spot, oder? Die denkt wohl, sie ist Vatyra höchstpersönlich. Den ich mittlerweile im Übrigen nicht mehr so heimlich finde, irgendwie. Auch wenn das jetzt einfach ein Lagerhaus ist, letzten Endes. Oh, die Sound Experience ist schon viel besser. Ich glaube, ich zock wieder immer mit denen. Eben, gell. So, sag mal, wie sieht's denn hier aus? Arbeit. Man sagt, die Ranata heuert gerade seltener an. Jeder mit auch nur einem Funkenanstand sollte darum einen weiten Bogen machen. Ja, aber wir sind halt anstandslos. Okay. Ja, easy, oder? Ich muss schon sagen, ich renne hier immer so von Questmarker zu Questmarker. Das ist zum Beispiel auch eine weitere Sache, wo ich mich richtig drauf freue, dass ich da irgendwann mal noch ein privates Playthrough machen werde. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, einfach für mich selbst. Der Herr wird es euch vergüten. Klar, vielleicht können wir den Buff ja sogar noch verstärken. Wahrhaft guter Mensch. Wie immer gesagt, nicht deshalb. Ja. Genau, das ist so die Geschichte. Ich hoffe, dass ich in meinem privaten Playthrough dann einfach mal in 2-3 Wochen das Game durchzocken kann. Weil auch mich in den Städten auszukennen, ist so schwierig. Wenn du in der Woche 1,5 Stunden zockst, ey, alles, was ich da jedes Mal lerne, wenn ich da durchrenne, vergesse ich dann halt wieder. Ah, das ist ein Stuhl jetzt. Ich dachte, wir haben da irgendeine coole Nachricht drin oder so. Ah, ihr seid es. Ich nehme an, ihr seid der Einladung nachgekommen. Bin ich, Tarael von der Begegnung mit dem Vater erzählen. Erzählt. Ich dachte gerade kurz, ich verstehe. Wobei es mir immer noch nicht einleuchtet, warum der Vater euch persönlich gerufen hat. Naja, wie auch immer. Jetzt wird es kritisch. Die Expedition ist die einzige Chance, die wir bekommen. Dass wir beide zusammen in eine Gruppe kommen, erleichtert schon mal vieles. Ich dachte gerade schon kurz, er hat jetzt wieder einen Mental Breakdown und greift deswegen an oder so. Was ist mit dem dritten Söldner? Wie wollt ihr ihn davon überzeugen, bei unserem Plan mitzumachen? Mitzumachen? Gar nicht. Wir töten ihn, sobald sich eine Möglichkeit dazu ergibt. Das Letzte, was wir brauchen, sind zusätzliche Risiken. Alter. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Ich verstehe ja Tarails Gründe. Das war schon eine harte Kindheit, das ist schon nicht cool, hier mit dem Waisenhaus und so, was da abgeht, auch was die Dame da abgezogen hat, was der Vater da letzten Endes abzieht, das ist alles nicht cool. Aber Rache zu üben und dann einfach so hardcore über Leichen zu gehen, zu sagen, oh ja, da kommt halt ein Söldner mit, ja, wir töten den halt schnell. Ich meine, wisst ihr, wie ich meine, das ist so,
Das ist so der nicht richtige Weg, oder? Wissen ja alle Bescheid. Das ist so das Grundlegendste ever. Aus Hate entsteht Hate und nichts anderes. Ja, der hat dann ja auch eine Family oder so. Oh Mann. Gibt es keinen anderen Weg? Wir wissen doch überhaupt nicht, wer er sein wird. In Ordnung. Ja, das will der Tarael halt wahrscheinlich wieder nicht hören. Ne? Wenn wir jetzt sagen, in Ordnung, dann findet er das safe sympathisch, aber... Sorry, Tarael, komm. Gibt's da, wir können ja nochmal drüber reden, oder? Wenn er das instant unsympathisch findet, dann ist er halt auch einfach, wie gesagt, ein asympathisches Arschloch. Mit Sicherheit niemand, der euer Mitleid verdient hat. Ihr könnt davon ausgehen, dass mit Ausnahme vielleicht von euch, jeder, den die Ralate anheuert, den Tod mehrfach verdient hat. Erinnert euch an das, was der erste Seher von euch für sein Vertrauen verlangt hat. Ich schlage vor, ihr reist alsbald zum Tempel. Ich werde wohl mit dem Vater zusammen eintreffen. Er hat uns immerhin nicht gehasst. Das ist doch schon mal cool. Wisst ihr denn irgendetwas über den Tempel? Warum er so gefährlich ist? Ja, kommt. Warum nicht? Nicht mehr als ihr. Aber wir sollten uns auf das Schlimmste vorbereiten. Easy. Er ist schon halt auch immer relativ kurz angebunden, gell? Gut, bis dann. Bis dann. Ich zähle auf euch. Ja, auf mich kannst du auch zählen. Ah, eine Stufe 4er Quest. Ja, geil. Ab ins Nordwindgebirge. Darauf habe ich richtig Lust. Da waren wir auch noch gar nicht so wirklich, oder? Da waren wir noch gar nicht so wirklich. Dann gehen wir mal ins Adelsviertel. Wir reiten unser Zeug vor, oder? Nee, warte, haben wir das nicht vorletzte Episode gemacht? Bevor wir zum Vater sind, weil wir ja gewartet haben und so. Ja, also komm. Wir nehmen ja alles und 3 Tage mit, da muss ich jetzt nicht nochmal heim eigentlich. Na, erstmal wieder genau unsere Sachen anziehen. Die guten Sachen. Okay. Alles klar, dann gucken wir mal, wo ist das denn? Oben links halt, oder? Ja, ah, da waren wir ja noch so gar nicht. Alte Nordwindwacht. Dahin wollen wir jetzt, oder? Ah, nee. Hä, das ist der höchste Myradenturm. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, der Vater hat das gesagt, oder? Der hat doch gemeint, ja, zur Schneefels-Taverne. Und von da aus lauft ihr dahin. Ich würde jetzt sagen, die Schneefels-Taverne und hier Myradenturm Düstertal schenkt sich nicht sonderlich viel. Aber kommt, jetzt gehen wir mal mit der Empfehlung vom Vater. Vielleicht passiert da ja was auf dem Weg oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Dass die irgendwie sagen, ey... nimm mal den Weg, weil da ist auf dem Weg irgendwie noch ein cooles Ereignis oder so. Kann ich mir vorstellen, dass die bei Enderal sowas abziehen. Cool. Sind wir equipped? Wir sind equipped. Oh yeah. Wusstet ihr, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Let's Play schon mal erzählt habe. Ah, hi. Aber eigentlich sehen die Nordlichter nicht wirklich so aus. Also... Jein. Na, ganz selten mal hat man vielleicht das Glück, dass das so intensiv ist, aber normalerweise, wenn das wirklich solche Schlieren sind, wie man das hier jetzt sieht, dann sind es für gewöhnlich einfach Timelapse-Aufnahmen. Ja, also normalerweise, da müsste man schon sehr viel Glück haben, dass es so läuft. Zumindest soweit ich da informiert bin, ja. Nicht, dass ich hier jetzt mit gefährlichem Halbwissen baller. Ich würde gerne zur Schnee... Ja, genau, zur Schneefels-Taverne. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob die cool ist oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da lässig ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Eine richtig schöne Nacht, um loszuziehen. Und jetzt in so ein fettes Gebirge. Ich hoffe, da schneit's nicht und man sieht dann so gar nichts vom Himmel oder so. Fände es ganz cool, wenn es da klar wäre. Obwohl, ja, okay, komm. Das sind halt die Skyrim-Vibes schlechthin, ne? Oh yeah, oh yeah. Hier sind wir aber schon mal vorbeigerannt. So viel zu tun. Oder? Ja, hier sind wir doch schon mal vorbeigerannt, oder? Ja, safe. Hier sind wir schon mal vorbeigerannt. 100 pro. Krass, dann waren wir ja schon mal in dem Gebiet. So, was ist da... Sah gerade original so aus, als wäre da einfach so ein Viereck in dem Nest. ja, können wir hier ein Ei mitnehmen. Sehr schön, guck mal, ein Gipfelstürmer-Ei. Holen wir da drüben gerade auch noch. Vielleicht können wir dann eines Tages die Eier-Quest auch mal abgeben. Das wäre doch was, oder?
Vielleicht kriegen wir dann große Eier oder so. Als permanenten Buff. Oh Mann. Ja, wir könnten hier auch schon mal einfach Hi sagen, oder? Ja, genau. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir hier in der Nähe bestimmt auch irgendwie eine Quest annehmen können. Die dann hier in der Nähe halt erledigt werden kann, oder? Schreitet wohl. Hi. Söldner. Ja, ist das hier ist die Taverne. Dann gehen wir doch da mal rein, oder? Ja. Ja, da hagelt's doch bestimmt Quests, oder? Und das soll mir jetzt helfen? Oh, Achtung, der Krug. Keine Ahnung. Der Beletor Feuersturm. Schreitet wohl, Madame. Du auch. Hier. Danke für eure Dienste. Gerne doch. Gestartet. Die Spuren, die wir hinterlassen. Kennen wir uns? Mit der jungen Aeterna sprechen. Noch nicht. Ich bin Whisperwind. Aha. Esme. Esme Yaleal. Kann ich euch irgendwie helfen? Yaleal ist ja mega der schöne Name. Es gibt hier eh mega die schönen Namen, finde ich. Was war das vorhin, euer Gespräch mit dem Mann? Was? Ach, das. Eine weitere Pleite, würde ich sagen. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Vielleicht kann ich ja helfen. Helfen? Sehr nobel von euch. Warum? Kein bestimmter Grund. Bock auf Quests halt. Man sieht Hilfsbereitschaft dieser Tage selten. Vor allem als Rumtreiber. Alter, das Spiel ist so geil. Rumtreiber? Ach, einerlei. Ich will nicht die Klagen der Aeterna spielen. Dieses Land hier ist um Längen besser als Nerim oder Arazial. Erzählt mir doch, worum es geht. Gegenvorschlag. Ihr setzt euch erstmal zu mir und wir spielen ein paar Runden Schlacht um Triuma. Dann sehen wir weiter. Und falls eine Zusammenarbeit zustande kommt, zahle ich auch. Erwartet keine Reichtümer, aber genug, dass es sich für euch lohnt. Easy. Na dann. Wirt, zweimal Met bitte. Teilt ihr aus? Gerne doch. Schlacht um Treoma mit Esme spielen. Okay, wo ist der andere gerade hingebeamt? Bestimmt euren Einsatz. Maximal 80. Ja, 80. Okay, Esmes Einsatz. Okay, ja, da könnte man ja gut was gewinnen. Ich werde so als Questbelohnung kriegen wir am Ende so 200. Und dann so, oh, mehr konnte ich echt nicht. Aber Hauptsache so knappe 80 bei irgendeinem Spiel auf den Kopf hauen. Oh, das sieht nach einer guten Hand aus, oder? Okay, wollt ihr die Würfel werfen, um die Stärke eures Stoßtrupps zu verstärken? Dies zu tun kostet euch 36 Groschen, die direkt an euren Gegenspieler gehen. Keine Würfel werfen. Digga, unser Squad ist hardcore. Ja? Ja! Easy, oder? Esmes Stoßtrupp wies eine Stärke von 21 Punkten auf, aber Esme verstärkt sie um 4. Um dies zu tun, verlor Esme 35 Groschen, die direkt an euch gehen. Ja. Ja, ja, wir haben die halt nackig gemacht, oder? Glückwunsch, euer Stoßtrupp schlägt Esmes Bündnis, ihr habt 158 Groschen gewonnen. Simples Game. Und jetzt äxt Esme, oder? Nicht schlecht. Los, noch eine. Da hat er aber andere Karten. Okay, da geht noch mehr. Okay, ja dann, rein. Ich lieb's immer so, wenn man sowas in so Spielen durchzieht. Wisst ihr so, yo, geh doch schon mal vor und such und so euer Bündnis weist eine Stärke von 17 auf. Ja, das ist ziemlich wack. Sollen wir die Runde einfach verlieren? Ich würde jetzt ungern... Obwohl, wenn wir für 10 Groschen reingehen... Ja, komm, wir würfeln jetzt nochmal. Ja, das ist doch... Das ist ziemlich strong, was wir jetzt haben. Ja, easy. Ah, sie würfelt auch nochmal.
Ja, easy, easy. Das haben wir gewonnen, oder? Lässig. Cooles Game. Die Karten sind vor allem lässig. Schon wieder. Heute ist einfach nicht mein Tag. In Leora gibt's auch. Aber schön, mal wieder zu spielen. Ich bin richtig aus der Übung gekommen. Also, wie sieht's aus? Steht euer Angebot noch? Um ehrlich zu sein, bin ich dankbar um jedes bisschen Hilfe, das ich kriege. Und wie gesagt, ich kann zahlen. Ja, hey, wie gesagt, kein Thema. Das Angebot steht. Worum geht es? Ich suche jemanden. Aber reden wir bei meinem Lager in Ordnung? Elrond braucht Futter und ich habe ihn schon viel zu lange allein gelassen. Elrond? Mein Leor. Oh, ihr habt ein Lager in der Nähe? Sowas in der Art. Kommt. Ja, ab zu Elrond, oder? Ich lieb das so, wisst ihr, so beim Vater so, boah, ja, ist mega dringend, geht schon mal vor, ebnet den Weg, ich komm dann nach und du hockst erstmal in so eine Bar rein. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Hockst erstmal in so eine Bar rein, zockst ein paar Runden, gewinnst ein bisschen Geld irgendwie. Oh Mann. Oh, hier der Elrond. Oh nein, wie süß er ist. Guck mal. Hi, Elrond. Da hören wir. Und ja, darin wohne ich. Macht ihr doch schon mal ein Feuer. Ich kümmere mich um Elrond. Ja, aber warum? Ich kann mich auch um Elrond kümmern. Sehr lauschige Quest. Danke. Kein Thema. Also, ich fasse mich kurz. Ich bin auf Enderal, weil ich jemanden suche, der vor einiger Zeit aus meinem Leben verschwunden ist. Es geht um meine, wie sagt man hier, meine ehemalige Gefährtin, Tara. Mhm. Wie lange seid ihr schon hier? Seit einem Mond. Ich bin mit einem Handelsschiff aus Kile gekommen. Interessant. Ich bin auch Fremdländer. Aus Nerim. Nerim? Oh je. Kann verstehen, warum ihr geflohen seid. Aber stimmt, ihr habt einen leichten Akzent. Verstehe. Und ihr denkt, sie ist hier auf Enderal? Naja, ich habe vor einer Weile einen Brief bekommen. Damals war ich noch bei meinem Clan vor Unel'jar. Der Brief kam mit einem Myradenkurier, was mehr als nur ungewöhnlich war. Tara war auch Spielmannsfrau und Geld war in unseren Kreisen noch nie viel da. Mhm. Euer Clan? Spielmannstruppen, Gaukler. Die wenigsten fahrenden Eterner reisen allein. Okay, was stand in diesem Brief? Dass sie etwas vorhat. Etwas verdammt Unvernünftiges. Mhm. Wenn ich euch helfen soll, sie zu finden, müsst ihr schon genauer werden. Was hatte sie vor? Ich... Tara. Sie war schon immer schwierig, wisst ihr. In sich gekehrt, verschlossen. Wenn man sie nicht kannte, wäre es leicht gewesen, sie als arrogant abzustempeln. Okay, aber dennoch habt ihr euch in sie verliebt. Ja, trotzdem. Wahrscheinlich, weil ich ziemlich früh gemerkt habe, dass dieses Gebaren nur Selbstschutz war. Unter dieser Schicht war sie besonders. Ein unfassbar liebenswerter Mensch. Aber wie auch immer, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Tara schon immer Schwierigkeiten damit hatte, glücklich zu sein. Sie hatte viel Mist erlebt und das hat sie irgendwie gebrochen. Es war, als gäbe es da diesen schwarzen Nebel, der sie Tag für Tag aufs Neue überkam. Mal war es erträglich, mal war es so schlimm, dass sie den ganzen Tag ihr Zelt nicht verlassen konnte. Uiuiui, ja, ich würde schon gerne wissen, was sie erlebt hat. Ja komm, fragen wir mal. Unwichtig. Okay. Und ich nehme an, ihr Schwermut hatte mit eurer Trennung zu tun. Teilweise, ja. Aber es ist etwas passiert vor ungefähr 2 Jahren. Wir hatten gerade einen langen Auftritt hinter uns gehabt, auf einer Art Ball. Tara ging in der Menge verloren und als wir uns wiederfanden, hatte sie einen Gesichtsausdruck, als wären ihr eben die 7 Lichtgeborenen erschienen. Sie war wie hypnotisiert. Was ist passiert? Sie hatte eine Frau getroffen. Sie war wie der Rest der Gäste auf dem Ball maskiert gewesen und hatte Tara gleich nach dem Auftritt angesprochen. Und, wie soll ich es sagen, die Frau erzählte ihr, dass sie eine Lösung für Taras Problem hätte. Wie genau sah diese Frau aus? Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gesehen. Aber laut Tara trug sie eine weiße Robe mit Kapuze. Oder war es eine graue? Ich bin mir nicht sicher.
Eine Lösung für ihr Problem. Ja, ich hatte das Ganze schon bald wieder vergessen und ich dachte Tara auch, aber nun ja. Laut dem Brief, den ich ein paar Monate nach der Trennung bekommen habe, lag ich falsch. Dieses Gespräch hat sie wohl nie wieder losgelassen. Nie. Okay, da muss ja schon was abgegangen sein. Also ist sie auf Enderal, um den Spuren dieser Frau nachzugehen, weil sie eine Lösung für ihren Schwermut kannte? Ja, und die Art und Weise, wie dieser Brief formuliert war, hat mir Angst gemacht. Weil es so endgültig klingt. Ich weiß auch nicht. Vermutlich ist es Irrsinn, dass ich überhaupt hier bin. Ich meine, sie ist eine erwachsene Frau und sie muss selbst wissen, was sie tut. Aber trotzdem, als ich das gelesen hatte, alles in mir hat sich zu sträuben begonnen. Als seht ihr einen Menschen, der euch einmal alles bedeutet hat, dabei zu, wie er auf den Abgrund zuläuft. Die finden schon auch immer die richtigen Worte, oder? Junge, Junge. Okay, dürfte ich diesen Brief vielleicht sehen? Es könnte helfen. Warum habt ihr euch überhaupt getrennt? Es ist möglich, dass ich dieser Frau schon einmal begegnet bin. Und habt ihr schon irgendwelche brauchbaren Spuren gefunden? Ja, ich würde sagen, wir gehen dafür alles, oder? Sehen? Ich weiß gerade nicht, wo ich ihn habe. Später vielleicht. Okay. Es ist möglich, dass ich dieser Frau schon einmal begegnet bin. Was? Wann? Wie? Wir sind als blinde Passagiere nach Enderal gekommen. Die Frau war auch auf dem Schiff und hat uns verraten. Mein Freund ist daraufhin hingerichtet worden. Beim Namen der Sonne, das tut mir leid. Und wer ist sie? Habt ihr eine Vermutung? Ich glaube, dass sie in etwas Größeres verwickelt ist, das hier gerade geschieht. Ja, bitte, oder? Etwas Größeres. Verstehe. Dann meint ihr vermutlich den roten Wahnsinn, oder? Wie auch immer. Unter anderem? Ich schätze, die großen Fragen müssen warten. Zuerst müssen wir Tara finden. Okay, warum habt ihr euch überhaupt getrennt? Schwieriges Thema. Ich würde ungern darüber sprechen. Alles klar. Und habt ihr schon irgendwelche brauchbaren Spuren gefunden? Nur eine. Und laut diesem Söldner, mit dem ich in der Taverne gesprochen habe, führt diese ins Nichts. Auch wenn ich das Gefühl nicht loswerde, dass er bei der Arbeit geschlampt hat. Bevor wir das weiterführen, wie viel zahlt ihr? Nein, Quatsch. Dann erzählt mir von dieser Spur, ich werde ihr nachgehen. Gut. Mein einziger Anhaltspunkt ist der Name des Schiffes, auf dem Tara von Kile aus übersetzte. Morgentau. Ein Handelsschiff, dessen Besatzung wahnwitzig genug war, trotz der Kriege das Rote Meer zu befahren. Als ich hier ankam, war die Morgentau angeblich erst vor kurzem wieder ausgelaufen. Und ich konnte niemanden finden, der einen Hinweis auf Tara gehabt haben könnte. Morgentau, so hieß doch das Schiff, auf dem ich vor kurzem nach Enderal gereist bin. Vor kurzem? Das ist ein Jahr her fast. Nein, Quatsch, also in-game natürlich nicht, aber wisst Bescheid. Mir kommt es... Alter, wann habe ich denn mit Enderal angefangen? Ja, Anfang dieses Jahr, oder? Irgendwann so Februar, März, sowas um den Dreh. Schon eine ganze Weile her. Tatsächlich? Dann habt ihr Tara gesehen? Leider nicht, ich war als blinder Passagier an Bord. Was wisst ihr über den Verbleib der Morgentau? Laut dem Söldner ist das Schiff auf einen Eisberg im Norden aufgelaufen und gesunken. Mit etwas Glück können wir in der Kabine der Kapitänin noch was finden, das uns weiterhelfen könnte. Ein Logbuch, eine Passagierliste, irgendetwas. Hier, ich markiere euch die Position auf der Karte. Es ist die einzige Chance, die wir haben. Gut, dann werde ich mir dieses Schiff mal ansehen. Danke. Wie wär's, wollt ihr noch einen Schluck warmen Gewürzwein, bevor ihr aufbrecht? Eterna Spezialität. Safe. Gerne. Gut, einen Moment. Ja gut, dann knallen wir uns jetzt noch einen rein und dann gehen wir auch weiter, oder? Das Wrack der Morgentau finden und nach Hinweisen auf Taras Verbleib untersuchen. Ja, easy, gell? Ja, mach's gut, haben wir ganz junge Augen, gell? Junger Leoa. Ach, Alter, der ist ja richtig. Ich hab den noch nie so in die Augen geschaut. Die sind ja ultra süß. Alter, der sagt doch mit allem, was er hat, yo, vertrau mir. Ich regel das schon. Ja, sind wir ein Wiederkäuer, gell? Viele Mägen mögen das wohl sein. Oh, 4 oder 5 sind das bestimmt. Ja. Ganz schön viele Mägen, gell? So, also, dann gucken wir mal nach. Und jetzt würde ich noch gerne wissen, wo die aufgelaufen sind. Ich hoffe, hier irgendwo.
Oder halt da, wäre fast noch besser. Ja, dann könnten wir vielleicht beide Quests so in ein Ding rein. Wisst ja, Bescheid. Ja, habe ich mir gedacht, dass das hier zu unserer Linken ist. Ja, das ist halt die komplett andere Richtung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hin, oder? Mir fällt gerade auf, guck mal. Ja, der Vater hat halt Scheiße gelabert. Wenn man Luftlinie von diesem Myradenturm aus Schneefelstaverne läuft, dann ist es zur Quest gleich weit, wie wenn man vom Düstertal aus läuft. Aber wenn man den Weg anguckt, dann ist man doch auf dem Weg schneller, oder? Wenn man vom Düstertal aus geht. Kannst hier hochkürzen und dann so langlaufen. Und wir müssen jetzt hier einmal komplett rum, oder wie? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier einfach Luftlinie hoch können. Ja, müssen wir wohl probieren, oder? Und die hier machen wir erstmal aus, nicht, dass mich da der Questmarker verwirrt. Ja, da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Aha, direkt die ersten Eiswurfels. Oh ja. Ja, wir spielen schließlich auf Experte, ha? Da geht natürlich dann auch die Post ab. Ist hier was Lootbares? Ja, nice. Geil, alter, sweet. Dietriche, paar Groschen, paar Sternlingspfeile. Nehme ich alles gerne mit. Leer. Yeah. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mit dem Weg, oder? Sind das Gegner? Das sind safe Gegner, oder? Ja, 100% sind das Gegner. Wildmagiere, oh damn. Da sollte ich auf jeden Fall keinen Quatsch machen. Jo, da sollte ich definitiv keinen Quatsch machen. Huhuhu. Die könnten uns definitiv noch auf den Sack hauen, vor allem das sind ja echt viele. Mhm. Wo ist die plötzlich? Na, gell. Sweet. Oh, oh, war der close. Der wäre so wichtig gewesen. Wir könnten einen Pot nehmen. Ich würde aber eigentlich gerne so, ha? Huh? Wo ist denn der letzte? Ah, ah, ah. Aha. Der Bentelor. Der da leider eingebuggt ist. Tja, das tut mir jetzt leid. Okay, cool. Ja, lief doch nochmal ganz glimpflich. Die haben schon gut Damage rausgesprayt. Ja, hätten wir uns davon mehr treffen lassen, wäre das ganz schön schlecht gelaufen. Was macht hier solche Sounds? Erlesene Wildmagierrobe. Ja, mächtig. Ich sehe schon, wir werden eine kleine Weile brauchen, bis wir da wirklich angekommen sind. Erlesene Robe, sweet, Stab des Feuerballs, let's go. Und die Wildmagier-Kapuze wieder für Gewicht 1, Wert 80 ist natürlich der Hammer, nehmen wir mit. Sag mal, den einen, den habe ich doch nicht mehr getroffen, oder? Woran ist der denn dann noch gestorben? Oder ist der vielleicht am Branddamage noch draufgegangen? Das kann sein, das kann sein. So, nochmal eine Erlesene und eine Kapuze, lässig. Was haben wir hier? Ein Pulverfass. Gewicht 1, Wert 15. Ja, das nehmen wir mit, oder? Alter, das stellen wir dann irgendwo auf. Pulverfass, ja, geil. Das ist ja mega nice. Ja, ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis wir da oh, wir sind schon wieder fast durch. Ah, du machst hier solche Sounds, wie es aussieht. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir könnten hier noch kochen und so. Es war mir eine Ehre. Doppelsalz, stark, Weizen, let's go. Schöne Episode. Ich wünsche euch was. Lasst Liebe da. Stay hydrated. Stay Enderal. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade. Besser abonnieren. Besser abonnieren. Besser abonnieren. Besser abonnieren.